Tilly muss noch einen Test machen. Oh, Junge, musst du nicht, du Spaß. Man hat einmal deine Audio eingestellt und dann passt das. Mathe-Test. Doch. So, warte, da muss ich jetzt einmal kurz reinhören. Oh, Junge, ja, irgendwer ist hier noch im Channel, aber es ist auf jeden Fall nicht Paluten. User was moved out of your channel. Man stellt einmal den Sound ein, du Spaß. Man macht dann nicht immer Soundtests. Ich war die ganze Zeit noch im Channel und hab mir die Kacke mit angehört. Ich weiß nicht, was bei Lukas los ist. Danke, kotzt Freddy. Mich mega an, Lukas. Yo, Leute, was geht? Das ist wieder der bestaussehendste Boy auf ganz YouTube. Ich bin am Start. Leider und noch wieder den hässlichsten Menschen dabei, und zwar den hässlichen Erweif. Leute, wir sind zurück mit einem dem unkreativsten, beschissensten Formate überhaupt. Wir reagieren auf die Arbeit von anderen Menschen. Lukas macht das ja hauptberuflich auf seinem Kanal. Ich tue das einmal die Woche mit Lukas. Das reicht mir dann auch an der Stelle. Lukas hat das erste Mal in seinem Leben jetzt tatsächlich eine YouTube-Kacke für uns raus. Ganz kurze Frage. Mit dem hier Outfit bewerten, wie teuer das ist. Ist das nicht auch ein React-Video? Absolut nicht, halt deine Fresse. Leute, der Rosetten-Shaper, ein Video, was ich, glaube ich, schon 6-mal gesehen habe, aber Lukas wird es unbedingt in dieser Folge haben, damit er einen Titel hat. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an und los geht's. Ja, und los geht's! Ja, ich dachte, du drückst Play, Junge. Yo, Leute, was geht da? Du kommst zu nicht ganz so wunderbaren Video mit wunderbaren Menschen. Der ist jedes Mal... Lol, ich würde sagen, wir beginnen heute mal wieder. Wir beginnen heute mal wieder mit einer neuen Episode. Ich würde sagen, wir beginnen heute mal wieder. Wir beginnen heute mal wieder mit einer neuen Episode Jakob Flach im Hintergrund. Ich hab's nicht verstanden. Kannst du nochmal gerade machen? Wir beginnen heute mal wieder mit einer neuen. Ich würde sagen, wir beginnen heute mal mit. Was ist schlimmer als 10 Kinder in einem Mülleimer? 10 Kinder in einem Mülleimer. Was? Das? Hä? Der geht eigentlich anders. Deine Mutter findet einen Spiegel auf dem Schrottplatz und sagt Sandwich. Du hast eine Blondine zwischen zwei Schwarzen. No go. Hä? Warum geht eine Blondine ganz leise am Tablettenschrank vorbei? Weil das ist halt nicht haltbar, ne? Oh, was? Junge, auf der Seite stehen Witze, wenn ich die vorlese. Was ist ein Mann in Salzsäure? Meme. Im Auto, wer fährt? Die Polizei. Nee. Ein Russe. Okay, Leute, das war's mit dieser wunderschönen Folge von Deck auf Rettung. Das war's. Heute habe ich den Draw My Life für euch. Ich wurde am 93.02.93 um genau 93 Minuten vor 93 geboren. Und zwar war ich eine Missgeburt, das heißt 93 Wochen zu früh auf die Welt. Ja, und die ersten 93 zwei Wochen zu früh. Lebens habe ich noch bei meinen Großeltern gelebt, da unser Haus geklaut wurde. Och nein. Das führte leider dazu, dass ich ständig und überall von allen Seiten gefuckt wurde. Das da oben soll übrigens ein Bimmel darstellen. Ich war ein tierischer, ich kam aufs Gymnasium. Mhm. Und hier habe ich mich dann verliebt. Und ihr werdet es mir nicht glauben, in den Aller. Und ich habe ihm einen Aller. Liebesbrief geschrieben. Wie ich nachher erfahren hatte, hat er drüber geschissen und konnte den Brief dann nicht mehr richtig lesen. Ja, passiert nochmal. Ich habe einen von ihm bekommen, allerdings in einer Aller Schrift. Und ich weiß bis heute nicht wirklich, was drin stand. Ich glaube, wir sind dann jetzt auch am Ende angelangt. Lasst einen Daumen nach oben da, schaut bei, lasst es am besten sein, auf Wiedersehen. Schaut bei ihr Wei vorbei. Hallo? Ja. Hey, hast du schon Tschüss gesagt? Haut rein.